6 Milliarden Vulkanier. Der Planet wird Teil der Masse des Schwarzen Lochs. Er wird zerrissen und verschwindet für immer aus dem Universum. Es ist also eine Art Waffe des jüngsten Gerichts. Fakt ist jedoch, dass es dabei ganz reale Ängste gibt. Das Aufeinanderschießen subatomarer Partikel in Teilchenbeschleunigern auf der Erde könnte ein schwarzes Loch erzeugen, das unseren gesamten Planeten bedrohen könnte. Der Large Hadron Collider, der vom CERN in der Schweiz gebaut wurde, dient dazu, die grundlegende Natur der Materie zu erforschen. Atome werden gegeneinander geschleudert, damit sie zerbrechen und erkennt, was ihre Grundbestandteile sind. Man möchte beispielsweise das Higgs-Boson finden. Es soll allen anderen Partikeln Masse verleihen. Man könnte jedoch auch winzige schwarze Löcher erzeugen. Schwarze Löcher auf der Erde? Man stellt sich schwarze Löcher für gewöhnlich als riesige, materieverschlingende Wirbel vor, denen nichts, nicht einmal Licht entrinnen kann. Die Möglichkeit, dass eines in der Schweiz gebildet wird, lässt die Alarmglocken läuten. Wissenschaftler versichern jedoch der besorgten Öffentlichkeit, dass mögliche schwarze Löcher mikroskopisch klein seien. Kleine schwarze Löcher würden sofort verdampfen, aber doch für eine sehr, sehr kurze Zeit existieren. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, sollten wir jedoch tatsächlich ein mikroskopisch kleines schwarzes Loch erschaffen, würde es bestimmt nicht zum Zentrum der Erde sinken und von innen her unseren Planeten verschlingen. Wie wächst ein schwarzes Loch? Man denke an einen Stock, der in einer Zuckerwattemaschine im Kreis herumgeführt wird. Indem er Material aufnimmt,